Some of them squirts birthing like crazy. Die sind böse. So, aber direkt kaputt gemacht. Oh, da ist noch eine. Ich möchte da hinten dieses Dings, also das war nur ein Fake oder was? So. Bisschen Schaden haben wir ja genommen. Aber ich denke mal, ja, da oben liegen schon wieder Äpfel, das ist schön. So, hier irgendwo hin. Ach, guck mal, da ist eine. That one was Maud, the tutor. Once taught the kid good manners. He never used them though. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, dass wir die jetzt hier töten. Also, sie sind ja eh schon tot oder so. So, und das ist. Schon das Ende? An old ferry barge sends the kid on his way. The bastion's real close now. Musik ist geil. Ich möchte die gerne alle kaputt machen. Right back at you. Okay. Ach, so geil. Okay, können wir die jetzt schon von hier aus? Sehr schön. Aber wir könnten uns mal heilen. Ich finde die Musik so gut im Spiel, das ist unfassbar, ne? Und auch so passend. Das hat so Kampfmusik halt einfach, ne? Ich hab's halt einfach mal super lazy gelöst gerade. Ich hab gerade was geschossen. Auf jeden Fall, wir machen hier erstmal wieder alles kaputt. So, das sieht nach irgendwas Wichtigem aus, was da rumliegt. Haben wir eigentlich noch irgendwas gefunden? Okay, da gehen wir mal noch nicht lang. Wenn wir überhaupt da lang müssen. Nehmen wir das erstmal. Etwas Schweres. Kid takes a chunk of alloy. The smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Oh Gott. Scumbags. Nee. Schleimbeutel. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Oh Gott. Oh Gott, die machen hier alles kaputt. Ja, so geil ist das nicht. Aber trotzdem, ups, wollte ich gar nicht machen. Trotzdem finde ich das Repetiergewehr besser als den Bogen. Den Bogen! Boah, fuck. Erstmal heilen. Zwei haben wir noch übrig. Rob's a scumbag of his last meal.
kid puts him out of his misery. Ganz viel Fläschchen. Ich mag das Geräusch auch, das hört sich so steinig an. Okay, wir gehen aber noch nicht da oben lang, sondern gucken nochmal hier unten, ob wir hier nochmal lang können. Nö. Springen können wir übrigens auch nicht. So. He finds the core to the Wharf District. Das ist der Kern. Die gibt's, glaube ich, fast in jedem Level. Ja, und die brauchen wir halt. He steals the city's heart. Might as well. Kid has a feeling you better get a move on. The place is starting to fall. Aber ich möchte hier trotzdem gerne alles kaputt machen. Ich kann nicht alles kaputt machen, weil ich muss mir einen Weg aussuchen. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. At last, the skyway is in sight. X. Wisdom, where it needs to go. Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Windreiten. Now the kid sees something stranger still. His mind races. Die Bastion. Did anybody else survive? Sure enough, he finds another. He finds me. Das ist der Erzähler. Wusste ich, ist mir auch gar nicht mehr im Kopf gewesen. So, der Fremde, wir reden mal mit ihm. We talk for a spell. Okay. Wir können den Typen jetzt, den Fremden, jetzt nach diesen drei Sachen hier ausfragen. Ich lese mal vor. Stadtwappen. Frag nach den Abzeichen, die die Stadt Selondia repräsentierten. Waren sie nicht nur für Uniformen und Identifikationszwecken gedacht? Wir fragen ihn mal. There's a bit of the Bastion's power in that crest. Enough to point the way to the cores. Ich hab das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Bäh! Ja, das passiert, wenn man X liest und im PlayStation Kopf X drückt. So, wir können leider nicht nur mal danach fragen. Ich werde es mir einfach nachher im Video angucken. Frag nach dem großen blauen Mineral aus dem Hafenbezirk. Es fühlt sich warm an und summt wie ein Motor. Zu was genau dient es? Ich lasse erstmal das Auto draußen vorbeifahren. All I tell him is to set that core is on the monument there. Then watch. Okay. Kristallspange. Frage, was aus Nacy geworden ist, dem Mädchen, das damit ihr Haar zurücksteckte. Ist sie schon hier? Wo sind denn alle? I tried to let the kid down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. Na gut. Gucken wir uns erstmal hier um, bevor wir das Ding da reinstecken. Okay, wir können ja nicht angreifen. Können wir hier... Nee, können wir nicht drauf. Kid ain't finished here yet. Na ja.
So. Das Monument einsetzen. Just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again. Growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Okay, können wir nochmal mit ihm quatschen? Ain't always much to say. Hat nicht viel zu sagen. Fundament. Kid ponders what to build. Ah, okay. Hier können wir jetzt die Läden hinbauen. Entweder die Destille oder das Waffenlager. Pläne für eine Einrichtung, deren eigens gebraute Spirituosen die natürlichen Fähigkeiten verbessern. Fehlt nur noch ein Platz, um sie zu bauen. Auf den wogenden Wänden waren nur Spirituosen erlaubt, die Produktivität erhöhen. Wir nehmen die Destille. Neue Spirituosen eingetroffen. Makes time to sample spirits from my personal supply. Okay, wir können uns eine zweite Spirituose aussuchen. Oh. Herzhafter Punsch. Heiß serviertes aromatisches Getränk. Nach alter Überlieferung kann es fast Tote zum Leben erwecken. Man muss sehr heftig sein. Plus 1 Chance auf Weitermachen nach Niederlage. Schadet nahen Feinden bei einer Niederlage. Okay. Whisky? geruchloses, aber markantes Getränk aus abgekochten Klapperschwanz-Schnurrbarthaaren. Wild in Feldlazaretten zur Wiederbelebung von Patienten eingesetzt. 100% kritische Trefferchance, ist aber nur aktiv bei unter 33% Gesundheit. Und dann hätten wir noch den Zunderstein, das Zunderstein-Starkbier. Nussig, würziger Geschmack, trocken im Abgang, liegt schwer im Magen. Plus 33 Geschwindigkeit bei der Verteidigung. Also ich würde das hier nehmen. Oder haben wir noch was? Nee. Was ist Rettungsrum? Achso. Hatte ich eigentlich vorhin Rettungsruhm vorgelesen? Wir nehmen das Zunderstein-Starkbier. Cinderbrick style sure goes down smooth, then stays in your gut like a rock. So. Gut. Da wir hier jetzt noch nicht weiter was haben, gehen wir dann hier hoch. Kid don't know what's out there waiting for him. In den Skyway. Ups. Ja, ich habe schon wieder A gedrückt. The Skyway. Now the kid can ride the wind in distant lands. Okay. Jetzt können wir hier aussuchen, in welches Level wir möchten. Das ist der Hafenbezirk. Das war quasi das Tutorial. Mit dem roten Sternchen heißt das, dass wir das dann gemacht haben. Das wäre das nächste richtige Level. Da sehen wir auch, da ist ein Kern. Also dieses blaue Ding. Aber wir haben ja noch ein Übungsgelände für den Bogen. Hier haben die Brecher einst ihre Treffsicherheit mit dem Bogen trainiert. Mir fällt gerade auf, da sind ziemlich viele Fehler drin. Also sie ist schon der dritte. Also der dritte, der mir auffällt. Infos, was ist denn? The Breaker Barracks. Many straight shooters learn their way here. Achso. Wir gehen jetzt aber erstmal dahin. Und weil da können wir nämlich Sachen bekommen.